Herzlich willkommen bei Wir lesen viral. Heute habe ich ein Buch mitgebracht und zwar Die Wanze von Paul Shipton. Das ist der Roman zu dem Theaterstück, was wir schon seit einigen Jahren, ich weiß gerade gar nicht genau seit wann, aber es sind bestimmt 8 Jahre oder so, schon im WTT spielen. Und jetzt beim Wiederlesen ist mir aufgefallen, dass die Romanfassung von der Theaterfassung doch erheblich unterschiedlich ist und dass es zum Beispiel auch Figuren in der Romanfassung gibt, die in der Theaterfassung gar nicht vorkommen. Deswegen ist dieser Roman auch eine wunderbare Ergänzung zu einem Besuch bei uns im WTT im Theater, was wieder möglich ist derzeit. Und am 14. Juni um 16 Uhr spiele ich auch wieder Die Wanze. Also wer nach der kurzen Einführung hier daran interessiert ist, kann gerne vorbeikommen. In der Wanze geht es im Prinzip um, überraschenderweise, die Wanze, nämlich Wanze Muldoon. Er ist Privatdetektiv und er rutscht in so einen Fall rein, nachdem er eigentlich was ganz anderes sucht. Da kommen wir gleich, da kommen wir gleich drauf, wenn ich das erste Kapitel vorlese. Und so gerät er in eine tiefe Verstrickung, die sich im Garten gerade vollzieht zwischen den Ameisen und den Wespen. Und ich will aber nicht zu viel verraten, deswegen werde ich jetzt einfach mal das erste Kapitel vorlesen. Die Sonne verzog sich angewidert hinter dem Horizont. Ich wusste genau, wie sie sich fühlte. Hinter mir lag ein langer Tag und er war noch nicht vorüber. Ich hatte das Gefühl, den ganzen Garten 10-mal hintereinander abgegrast zu haben. Meine Beine schmerzten, alle 6, und langsam hatte ich diesen Fall gründlich satt. Ich wollte mich nur noch unter den nächstbesten Stein verkriechen, aber es gibt gewisse Dinge, die ein Insekt eben tun muss, besonders dann, wenn es dafür bezahlt wird. Ich heiße Muldoon. Wanze Muldoon. Ich bin Schnüffler. Privatdetektiv, wenn ihr es genau wissen wollt. Nicht nur der beste Schnüffler im gesamten Garten, sondern auch der billigste. Jedenfalls der einzige Schnüffler im Garten, den man anheuern kann, genauer gesagt der einzige, der noch lebt. Ich bearbeitete den Fall eines vermissten Insekts, was nichts Besonderes war. Aber wer in meiner Branche arbeitet, kann nicht immer wählerisch sein. Jemand muss schließlich die Miete zusammenkratzen. Heute Morgen hatte ich noch in meinem Büro gesessen und überlegt, was ich tun könnte. Ich hatte gerade eine größere Sache außerhalb des Gartens hinter mich gebracht. Doch jetzt war ich zurück und hielt Ausschau nach einem neuen Job. Auch ein Käfer braucht Futter, nicht wahr? Das Geschäft lief so schlecht, dass ich sogar ernsthaft darüber nachzudenken begann, einen kleinen Frühjahrsputz zu starten. Eine Stunde später, als ich noch immer darüber nachdachte, sah ich ein paar mögliche Kunden. 3 Ohrwürmer, die sich durch die Blumenbeete kämpften. Das machte mich neugierig. Ohrwürmer bekommt man an diesem Ende der Welt so gut wie nie zu sehen. Sie halten sich lieber im exklusiveren Viertel des Gartens auf, beim Haus in der Nähe der Mülltonnen. Eine Weile tigerten sie nervös um ein Grasbüschel herum, wo sie sich flüsternd unterhielten. Ich verlegte mich aufs Warten. Als sie endlich genug Mut gefasst hatten, kamen sie auf mein Büro zu, ein freies Fleckchen Erde unter dem Rosenbusch. Ihre schmalen, braunen Körper schlüpften durch das Unkraut, das den Eingang zum Büro bildet. Der größte der 3 legte los. »Mr. Muldoon?« fragte er. »Wanze. Einfach Wanze.« Es macht mich nervös, wenn Leute mich mit Mister ansprechen. Was kann ich für euch tun, Jungs? Der Große stellte sich als Larry vor. Netter Name, dachte ich. Larry bestritt das Gespräch allein. Die beiden anderen nickten nur ab und zu bestätigend. Es geht um unseren Bruder Eddie, sagte Larry. Er ist
verloren gegangen. Die beiden anderen nickten eifrig. Darüber hätten sie sich nicht die Köpfe zerbrechen müssen. Das klang ganz nach einer der Geschichten, die ich schon tausendmal gehört hatte. Ein vermisster Krabbler ist im Garten nun wirklich nicht die große Sache. Dennoch, die drei Ohrwürmer sahen aus, als erwarteten sie ein paar intelligente Fragen von mir, und der Kunde ist König. »Wann ist er verschwunden?«, fragte ich. Ich konnte genauso gut damit wie mit sonst was anfangen. Larrys Fühler wackelten aufgeregt, während er sprach. Er gehörte eindeutig zu den Typen von der etwas nervöseren Sorte. »Das letzte Mal sahen wir ihn vergangene Nacht.« »Und hat er etwas gesagt? Etwas in der Richtung, dass er irgendwo hingehen wollte?« Larry zögerte. Einer der beiden anderen nutzte die Gelegenheit und sprang ein. »Er hat gesagt, er würde zur Wiese gehen«, platzte er heraus. Larry schüttelte den Kopf. »Eddie hat ständig davon geredet, dass er eines Tages zur Wiese gehen will, aber es war nicht mehr als das. Gerede. Es hatte nichts zu bedeuten. Eddie hatte immer nur geredet, aber nie etwas unternommen.« Ich nickte, auch wenn ich es besser wusste. Wie viele unschuldige junge Insekten hatte ich getroffen, die von einem besseren Leben jenseits des Gartens träumten. Auf der Wiese am gegenüberliegenden Ufer des großen Flusses. Sie glaubten, das Leben sei dort leichter. Sie glaubten, dort könnten sie ihre Tage ohne die ständige Angst verbringen, von einer Spinne, einem Vogel oder einfach vom nächstbesten Krabbler gefressen zu werden. Also, ich mag Märchen wirklich genauso gern wie jeder andere Käfer. Aber eines wusste ich ganz sicher. Das Leben auf der Wiese war genauso hart wie in diesem Höllenpfuhl von Garten, den wir unser Zuhause nannten. Falls Eddie wirklich zur Wiese aufgebrochen war, gab es keine Garantie dafür, dass er es bis dorthin geschafft hatte. Allerdings war das kein Grund für mich, Kunden wieder wegzuschicken. Ja, gut möglich, dass er in Richtung Wiese losgezogen ist. Könnte auch sein, dass er unterwegs aufgehalten wurde. Sollte das der Fall sein, kann ich ihn vielleicht finden, sagte ich. Ich versicherte ihm, dass ich nach Eddie suchen oder zumindest versuchen würde, irgendwo ein paar Informationen über seinen Verbleib aufzutreiben. Ich nannte ihm mein Tageshonorar, plus der üblichen Zulagen, und das schien sie nicht weiter zu beeindrucken. Bevor sie ging, beugte Larry sich zu mir vor. »Da wäre noch eine Sache, Mister...« »Eine Sache noch, Wanze«, sagte er. Er sprach so leise, dass seine Brüder ihn nicht hören konnten. »Eddie gibt sich mit ein paar ziemlich üblen Typen ab. Einige seiner Freunde sind Wespen. Dabei ist er im Grunde seines Herzens ein netter Kerl.« »Ja, ich werde tun, was ich kann, Larry«, sagte ich. »Wo erreiche ich euch, falls ich etwas herausfinde?« Larry sah mir direkt in die Augen. »Wir haben da ein kleines Plätzchen bei den Mülltonnen. Dort halten wir uns auf.« Und damit verschwanden sie im Gras, schossen davon wie drei bernsteinfarbene Torpedos. »Ja.« Muldoon macht sich dann auf die Suche nach Eddie und wird es turbulent und es passieren ganz schön viele Dinge und Muldoon muss sich mit anderen zusammentun, weil alleine kriegt er das nicht hin, auch wenn er ein sehr cooler und lässiger Typ ist. Aber manchmal braucht man auch Hilfe. Und wie es ausgeht, könnt ihr entweder selbst nachlesen oder ins WTT kommen, zum Beispiel am 14. Juni. Und da findet ihr die Auflösung. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao.